Was ist die STAF und weshalb ist sie abzulehnen? Eine kurze Übersicht. Bei den Nationalratswahlen 2015 errangen die Bürgerlichen eine Mehrheit. In der Legislaturperiode zwischen 2015 und 2019 versuchten sie mittels dieser Mehrheit drei Kernprojekte durchzusetzen, die für die hiesigen Unternehmen von zentraler Wichtigkeit sind. Erstens die Regelung des Verhältnisses zur EU in Form des Rahmenabkommens, zweitens die Unternehmenssteuerreform 3 sowie drittens die Umgestaltung der Finanzierung der Altersvorsorge, sogenannt AV 2020. Keines der drei Kernprojekte konnte bislang umgesetzt werden. Das Schweizer Bürgertum sah sich deshalb gezwungen, einen Teil der institutionellen Linken in ihre Projekte einzubinden, um die Vorlagen auch in der Bevölkerung mehrheitsfähig zu machen. Und die Sozialdemokraten boten den bürgerlichen Parteien willfährig Hand zur Umsetzung dieser Angriffe auf die Rechte und die Lebensbedingungen der Lohnabhängigen in der Schweiz. Mit der Steuerreform und AHV-Finanzierung, sogenannt STAF, die am 19. Mai 2019 zur Abstimmung kommt, versucht das Bürgertum nun, zwei dieser drei Kernprojekte in einer einzigen Vorlage durchzuboxen. Denn die Ziele der STAF bleiben die gleichen wie bei der Unternehmenssteuerreform 3 und der Altersvorsorge 2020, die 2017 beide abgelehnt wurden. Die Steuern auf die Profite sollen gesenkt und die Finanzierung der Altersvorsorge auf die Schultern der Lohnabhängigen verlagert werden. Aufgrund des internationalen Drucks muss die Schweiz die Steuerprivilegien für die 24.000 Holdinggesellschaften abschaffen. Mit der Steuerreform soll dies nun geschehen, aber gleichzeitig werden neue Steuerschlupflöcher eingeführt, und zwar nicht mehr nur für die Holdinggesellschaften, sondern nun für alle Unternehmen. Bisherige Schätzungen gehen von Mindereinnahmen von 2 bis 4 Milliarden Franken aus. Gleichzeitig aber sollen der AHV 2 Milliarden zukommen. Diese Zusatzeinnahmen werden aber nicht etwa durch die Unternehmen finanziert, sondern durch die Lohnabhängigen, vor allem indem diese höhere AHV-Beiträge bezahlen und die unsoziale Mehrwertsteuer angehoben wird. Argumente gegen die STAF. Erstens, die STAF dient also einzig den Interessen der Unternehmen. Seit über 20 Jahren steigen sowohl die Produktivität als auch die Gewinne der großen Konzerne in der Schweiz an, bisweilen ins Astronomische. Gleichzeitig stagnieren seither die Löhne für die Mehrheit der hiesigen Arbeiter und Arbeiterinnen. Es gibt also keine Rechtfertigung, um den Unternehmen weitere Steuersenkungen zu gewähren. Im Gegenteil, die STAF führt zu einer weiteren Umverteilung des Reichtums von unten nach oben. Zweitens, die STAF führt zu Sozialabbau. Aufgrund der kommenden Steuerausfälle wird die STAF unweigerlich weitere Sozialabbauprogramme im öffentlichen Dienst nach sich ziehen. Die Logik von Steuergeschenken an die Reichen und Unternehmen und nachfolgenden Abbaumaßnahmen für die Bevölkerung muss endlich durchbrochen werden. Drittens, die STAF ist unsozial, weil die Lohnabhängigen den AHV-Ausbau selbst bezahlen müssen. Die einzige wirklich soziale Möglichkeit, die AHV zu stärken, sind Lohnerhöhungen. Zudem bietet die STAF nicht im geringsten eine Garantie, dass das Rentenalter nicht doch erhöht wird, insbesondere für Frauen. Viertens. Die STAF ist sexistisch. Sozialabbaumaßnahmen werden zwangsläufig zu einer Erhöhung der unbezahlten Arbeit führen. Da die unbezahlte Arbeit auch heute noch zu einem Großteil von Frauen geleistet wird, sind die Frauen stärker von der STAF betroffen als Männer. Fünftens. Die STAF ist unsolidarisch. Denn nicht zuletzt zementiert die STAF die Verlagerung der im globalen Süden erzielten Milliardengewinne der Konzerne ins Steuerparadies Schweiz. Da die Unternehmen mit der STAF weniger Steuern bezahlen und wir Lohnabhängigen gleichzeitig mehr für die AHV berappen, stellt die Vorlage einen doppelten Beschiss dar. Die Strategie der faulen Deals, des vorauseilenden Gehorsams und des geringeren Übels, welche die Sozialdemokratie einmal mehr verfolgt, führt uns seit Jahrzehnten in die Sackgasse. Ein Nein zur STAF ist die einzige richtige soziale Antwort auf die neuerlichen Angriffe des Kapitals auf unsere Arbeits- und Lebensbedingungen. Da unsozialer Quark auch in einer neuen Verpackung unsozial bleibt, gilt es, die STAF am 19. Mai 2019 bachab zu schicken.